So eine Gelegenheit kriege ich nie wieder, Möwen zu killen. Hm. Da holen wir erstmal ein paar Rollen. Ich höre euch. Wer zum Teufel sind die? Die scheinen Kanonen zu haben. Was? Keine Ahnung, lass mich nachdenken. Keine Funksprüche seit Stunden. Wir sitzen hier fest, Bruder. Was zum Teufel machen wir jetzt? Mann, halt einfach die Klappe. Ich muss nachdenken. Irgendwas geht hier vor. Hast du den Rauch in den Bergen gesehen? Ja. Hat er bestimmt gesehen. Was zum Teufel geht hier vor? Tja, das ist die Frage. Kommst du rübergesprungen? War ich ja lieb von dir. Der hat ein Schwert? Der hat ein Schwert, ist ja voll geil. Macht es! Hau dir einen Eispickel in die Fresse. Muss einfach überspringen. Gut, war das angeklärt. Zack, Bergungsgut. Hey, Möwe! Flieg doch mal bitte. Aber nett. Ja. Ja. Alles klar. Was ist das denn da? Fischnetz. Beziehungsweise Fischernetz. Ja, nochmal. Ach nee. Gut. Alles klar. Nicht da oben festhalten. Immer entlang der weißen Linie. Ist er. Ein Anker aus hier. Ah, rollen. Echt jetzt. Kann man da hoch? Captain Jack Sparrow. Au. Oh, schöne Animation haben sie sich immer ausgedacht, ne? Ich höre euch genau. So, erzählt das nicht oder was? Muss ich mit dem Bogen töten oder mit dem. Was nicht? Schnupptabak-Dischel oder. Kategorien. 10 kleine Tiere. Ach, so weiden sie sie aus. Scheiße. Na gut. Dann zählt das Ganze hier nicht. Dann ist das ungenügend, nicht ausreichend. 5. Der Mehl, ey. Und wieder was Besonderes. So etwas wurde von besonders schönes chinesischen Kaiserhof benutzt. Eine kleine Gravur deutet darauf hin, dass es Eigentum eines kaiserlichen Botschafters war. Tja.
Aber der Sturm macht ja keine Differenzen. Sowohl kaiserliche Botschafter als auch Milchknilche dürfen hier leider nicht von der Insel runter. So ist das nun mal. Ja, ich hänge in der Luft. Lasst mich doch leben, lasst mich doch leben. Ey, ohne Scheiß jetzt, was ist denn das? Batsch. Mit dem Kopf an der Wand. Töten Sie fliegende Tiere und weiden Sie diese aus. Weil ihr sonst keine Hobbys habt. Landet er noch da, wo ich dran komme? Ich glaube nicht. Also das sieht auf jeden Fall tot aus. Das ist, glaube ich, der zweite oder dritte, ne? Piep, Mats. Ach, hier bist du. Cool, dass das geht. Scheiße. Lustig, wie die ihre Füße immer nach oben strecken, ey. Nein, komm schon. Weide das blöde Vieh aus. Ah, ist zu weit im Wasser. Da kommt der nächste. Ja, ist zu weit weg. Irgendwo hier muss so ein Vieh liegen. Komm schon. Oh, sehr gut. Das geht noch. Ein Erfahrungspunkt. Yay. Unglaublich. Erneut ein Erfahrungspunkt. Da ist einer. Noch einer? Ja. Aber zu weit weg. Scheiße. Nein, wieder zu weit im Wasser. Okay, aber hier vorne den krieg ich. Muss jetzt hier irgendwo rumfliegen, liegen, flattern. Die waren es schon, oder? Ne, hier ist immer noch. Ist ja immer noch der. Okay, ich glaube, das war's erstmal. Ja, zu weit draußen. Garantiert liegt er zu weit draußen. Ist noch relativ schwer zu treffen, ey. Drecksvögel. Sieht noch jemand den? Oh, da ist eine Kiste. Gehen wir zur Kiste. Ich sehe gleich die Aufnahme beenden. Weil ich schon wieder auf Konfirmation muss. Also nicht auf meine eigene, ne? Sondern auf halt. Cousin. Oh, Grab. Hügelgräberhöhen. Und ein Panzer. Lass uns doch den Panzer wieder flott machen. Na gut, der ist wahrscheinlich ein bisschen sehr am Arsch. Aber prinzipiell eine geile Idee. Ach so, brauche ich jetzt wieder mein Enterhaken-Ding, ne? Ja, das kriege ich jetzt aber gleich bestimmt. Wir legen erst noch ein Piepmatz um und dann gehen wir zum dicken Onkel und da gibt uns das dann.
Wahrscheinlich ist gerade kein Piepmatz mehr da, wir müssen erstmal zum dicken Onkel. Hallo. Danke. Na, basteln mal. Was ist? Alex müsste längst zurück sein. Hilfe! Ach, jetzt kein Stress. Dr. Whitman! Jonah! Hilfe! Was macht's denn dem weiß? Wie viele sind es? Ich weiß nicht. Sind sie verletzt? Ich habe keinen gesehen. Ich habe sie wohl verschreckt. Ich bin meilenweit gerannt. Und kaum ins Schwitzen geraten. Bin wohl fitter, als ich dachte. Sie hätten sie ja zu uns führen können. Genauso wie im Palast. Was? So war das nicht, Lara. Sie packten mich, als du Sam geholt hast. Was zur Hölle meint er? Sie sagten, nur dann würden sie dich und die anderen am Leben lassen. Ich wollte dich warnen. Wir haben keine Zeit dafür. So, Leute, es tut mir leid. Auch mir passieren schreckliche, schreckliche Fehler. Ihr seht, wir sind komplett woanders als in der Cutscene. Mir ist eine Viertelstunde Spiel abgeraucht. Aufnahmegerät abgeraucht. Es tut mir wahnsinnig leid. Ich habe aber im Grunde, glaube ich, nichts anderes gemacht, als auf Vögel schießen und ein bisschen klettern. Also ihr habt so viel nicht verpasst. Ich versuche euch jetzt mal zu zeigen, von wo ich kam und was wir gemacht haben und so weiter und so fort. Will mir noch angewöhnen, leiser zu reden. Weil das dann praktischer ist im Schnitt und auch, glaube ich, qualitativ etwas besser klingt. Aber wenn es, glaube ich, nicht viel ausmacht. Aber wir versuchen ja, die Perfektion anzustreben. Und deshalb reden wir etwas gediegen. Ich laufe übrigens gerade zurück. Fast vergessen zu springen. Ist mir gerade nochmal eingefallen. Und alles ist wieder schön dunkel. Ich habe kurz überlegt, ob ich den anderen Monitor anstecke, der noch so richtig schön hell ist. Habe mich aber nochmal getraut, weil ich es dann doch geil fand, dass alles so realistisch aussieht und halt in der Nacht dunkel ist. So, Jungs, pass auf. Erreichen Sie das Wrack der Endurance, okay? Warum? Das ist erstmal zweitens. Bestimmt von da oben oder so. Da komme ich das letzte Mal nicht rüber. Jedenfalls, da komme ich da doch rüber, ich weiß es gar nicht mehr. Hier ist ein Grab. Ja? Da unten war die Cutscene. Und ich habe den Bogen gekriegt. Ich weiß nicht, ob das noch in der Aufnahme drin war. Ich habe nämlich gerade nicht so richtig Plan. Habe den Bogen gekriegt. Habe hier die ganze Zeit Vögel gejagt. Bin hier entlang gesprungen. Wir haben jetzt einen neuen Seilpfeil, der hier an solchen Mauern, das ist halt solchen Mauern, wo man klettern kann, hält. Das war's auch schon. Ich bin hier hoch. Habe ein bisschen dummes Zeug erzählt. Habe mich viel mit Vögeln aufgehalten. Das klingt jetzt falsch. Das klingt definitiv falsch. Ich habe mich viel mit Abschießen von Vögeln und Ausweiden von Vögeln aufgehalten. Habt ihr noch voll gekriegt? Für die ganz pingeligen. Habt ihr noch voll gekriegt? Und damit war das eigentlich hier erledigt. Was ihr verpasst habt, ein Audiokommentar, das erzähle ich einmal wieder. Ich wiederhole mich sowieso immer mal. Habt ihr vielleicht schon gemerkt. Für alle, die neu dazukommen und wieder gegangen sind, vor allen Dingen, ich habe ja so durchschnittlich immer 13 Abonnenten. Und da kommen auch mal welche dazu und es gehen immer wieder welche. Ja. Danke an alle, die bis jetzt durchgehalten haben. Immerhin die 13 Leute. Ich weiß gar nicht, was das alles sein soll, ey. Wer guckt sich denn sowas an? Aber es gucken sich anscheinend welche an und manche finden es vielleicht lustig oder was, keine Ahnung. Demnächst versuche ich auch mal. Was heißt demnächst? Also Ende nächste Woche, wenn alles super läuft mit den Let's Plays und nichts dazwischen kommt und es kommt immer was dazwischen, aber demnächst kommt dann auch mal das zweite DLC von Alan Wake. Letzter Albtraum noch raus. Alles wird gut.
Im Mai versuche ich dann hier langsam auszuziehen, dass ich im April, Juni weg bin. Und habe dann hoffentlich noch mehr Zeit und noch mehr Ruhe für meine Let's Plays. Und auch für mein ganzes restliches Leben so. Weißt du, für mein, das ist nicht restliches Leben im Sinne von Zeit, sondern restliches Leben im Sinne von Menge an Leben, die ich so, also nicht Menge, sondern wie nennt man das? Das überflutete Gewölbe. Das war ein Teil der Forschungsanlage. Wurden sie wirklich hergeschickt, um die Stürme zu untersuchen? Die restlichen Teile meines Lebens, meine ich natürlich. Die sich nicht mit Let's Plays befassen, sollten dadurch auch ruhiger werden. Hoffe ich ja immer. Ein Teil der Forschungsanlage ist explodiert.